Hallo und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von TaxTalk hier bei EasyBuild TV. In dieser neuen Reihe nehmen sich Experten aus dem Steuerrecht Zeit, um mir mal das ein oder andere steuerliche Thema zu erklären. Den Anfang machen wir heute mit der steuerfreien innergemeinschaftlichen Lieferung. Was genau dahinter steckt, das erfahren Sie jetzt. Und damit wir uns einmal mit den rechtlichen Hintergründen dieser innergemeinschaftlichen Lieferung beschäftigen, was muss da beachtet werden, was sind Dinge, die berücksichtigt werden müssen und was passiert auch vielleicht später auf Seiten des Steuerberaters mit diesen Buchungen, freue ich mich, dass der Herr Fabian Thorn von der Kanzlei Holler Kepes & Partner aus Karst, ein Kooperationspartner von uns, hier die Zeit gefunden hat, mit uns darüber mal zu reden. Und den hole ich doch jetzt einmal hier dazu. Hallo, Herr Thorn. Hallo. Ja danke erstmal, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Sehr gerne. Und dann fangen wir doch mal mit der grundlegendsten Frage an. Warum werden diese innergemeinschaftlichen Lieferungen denn überhaupt steuerfrei gestellt? Also grundsätzlich ist es so, dass der ausländische Empfänger quasi, der ist ja nicht in Deutschland registriert, also der ist ja in einem anderen EU-Staat, Österreich zum Beispiel, registriert. Und der kann dort natürlich die deutsche Umsatzsteuer, die dann auf den Rechnungen sonst, wenn sie jetzt nicht steuerfrei werden, ausgewiesen werden, nicht geltend machen als Vorsteuer. Und der müsste aber gleichzeitig auf seine Umsätze für diese Ware trotzdem Umsatzsteuer abführen. Mhm. Und so würde halt dann quasi eine Doppelbelastung oder Doppelbesteuerung entstehen. Genau, und um das zu vermeiden, hat man gesagt, die ist steuerfrei und wird dann aber halt der Erwerber, also der Lieferempfänger, der muss dann halt die Umsatzsteuer nachher abführen über die Umsatzsteuervoranmeldung und kann dann im gleichen Zuge aber auch die Vorsteuer geltend machen. Mhm. Hat dann halt nur noch quasi einen Liquiditätsvorteil halt lediglich, weil er die Umsatzsteuer halt nicht bezahlen muss vorher, sondern die direkt über die Voranmeldung verrechnen kann. Aber sonst liegt jetzt kein Vorteil vor. Und genau, wie gesagt, die Besteuerung des Umsatzes, die erfolgt halt dann im Empfängerland. Mhm. Und was müssen an Voraussetzungen erfüllt sein? Ich kann ja wahrscheinlich nicht einfach jede beliebige Rechnung so stellen, sondern da wird es vermutlich Voraussetzungen geben, die ja erfüllt sein müssen auf beiden Seiten, damit das so gemacht werden kann. Genau, wie der Name schon sagt, also es muss eine Lieferung sein, also es muss ein Gegenstand sein, der bewegt wird, also eine Lieferbewegung, Warenbewegung muss stattfinden. Mhm. Also eine sonstige Leistung geht jetzt nicht und ein Haus, was nicht bewegt werden kann, das geht auch nicht. Genau, ob der Verkäufer das liefert oder eine Spedition beauftragt oder der Käufer das quasi abholt, die Ware, das ist egal. Wichtig ist halt, wie gesagt, dass eine Warenbewegung von einem Mitgliedstaat, Deutschland zum Beispiel, in ein anderes, Österreich oder Holland, dass das stattfindet. Das ist halt, darauf kommt es an. Mhm. Genau, das kommt halt nicht drauf an, woher kommt der Empfänger, sondern es kommt halt drauf an, wo geht die Ware hin. Also wenn der jetzt aus Österreich kommt oder aus der Schweiz kommt und die Lieferung geht aber im Rahmen von FBA nach Polen, dann ist, wie gesagt, die Warenbewegung entscheidend nach Polen dann halt und nicht da, wo er herkommt, halt quasi aus der Schweiz oder Österreich. Mhm. Genau, eine weitere Voraussetzung, es muss für sein Unternehmen sein, also ein Unternehmer, nicht eine Privatperson, die den Gegenstand für sein Unternehmen erwirbt. Genau, und was auch wichtig ist, beide Unternehmer müssen eine gültige US-ID haben, also sowohl der Deutsche, der muss die, wenn er noch keinen hat, beantragen vorher beim Bundeszentralamt für Steuern. Und genau, der andere muss auch eine gültige haben für das Land, wo die Ware hingeht. Mhm. Genau, die muss auch bei der Bestellung dann halt quasi direkt angegeben werden. Und genau, eine weitere Voraussetzung ist, dass der Verkäufer eine zusammenfassende Meldung abgeben muss, wo quasi diese ganzen innergemeinschaftlichen Lieferungen aufgeführt werden mit Betrag, Umsatzsteuer-ID des Empfängers. Genau, diese Verpflichtung zur Abgabe, wenn er dir der nicht nachkommt, dann ist die Lieferung auch nicht steuerfrei. Ja, das heißt, genau. Wenn jetzt... Sie sagten ja, mit der Ost-ID, die muss ich in dem Land haben, wo ich die Ware hinliefern lasse. Wenn ich jetzt also niederländischer Unternehmer bin und lasse mir Ware aber an einer Adresse in Belgien liefern, dann geht das nur dann, wenn ich zusätzlich auch eine belgische Ost-ID hätte, habe ich die nicht, kann ich es nicht als Innergemeinschaftslieferung abhandeln lassen. Denn ich bin zwar Unternehmer, habe aber in dem Zielland dann keine Registrierung.
Genau, so ist es. Mhm. Normalerweise, wenn man da ein Lager hat, also gerade jetzt im Rahmen von FBA zum Beispiel, hat man ja dann überall, wo die Lager sind, hat man auch eine Registrierung, das sollte man auch immer machen, aber wenn das jetzt in dem Fall so wäre, dann nicht. Dann wäre es schlauer, die Sache halt nach Holland dann quasi liefern zu lassen, als statt nach Belgien. Mhm. Und auch wenn ich jetzt sagen würde, ich versuche mir ein bisschen Geld zu sparen vielleicht mal und lass mir, also als niederländischer Unternehmer oder als österreichischer Unternehmer, weil ich grenznah wohne, die Ware an eine Adresse innerhalb von Deutschland senden, weil ich da vielleicht dann weniger Porto spare, wäre auch an der falschen Stelle gespart, weil die Lieferung dann halt eben nicht in mein Land geht, wo ich halt dann die US-ID dann für habe. Es sei denn, ich hätte eine deutsche ID, aber im Regelfall habe ich die dann ja vielleicht nicht. Genau. Habe ich an der falschen Stelle gespart dann. Genau, also wie gesagt, auch bei der deutschen ID wäre es jetzt so, wenn jetzt der deutsche Unternehmer an jemanden liefern will, jetzt der an der österreichischen Grenze wohnt und dann quasi das an die Grenze liefert und der es dann rüber schifft und eine deutsche US-ID hätte, wäre das aber trotzdem keine innergemeinschaftliche Lieferung, weil das wäre ja nur ein Staat, also das, ne, dann wäre trotzdem deutsche Umsatzsteuer drauf und dann hätte er halt quasi würde die deutsche Umsatzsteuer nicht wiederbekommen. Im Zweifel dann über die Umsatzsteuervoranmeldung, ne, wenn er da eine abgibt. Aber ansonsten, dann würde ich dann lieber das Porto in Anspruch nehmen und das um dann einen Liquiditätsvorteil zu haben, einfach dann das Ganze dann umsatzsteuerfrei zu bekommen. Ne? Genau. Was auf jeden Fall noch ein weiterer Vorteil ist, eine weitere Voraussetzung ist, dass der innergemeinschaftliche Erwerb, also das ist ja quasi die Gegenseite zu der Lieferung, dass die in dem anderen EU-Land auch umsatzsteuerpflichtig ist. Also es gibt zwar jetzt, also mir würde jetzt kein Land einfallen, wo das nicht so ist, aber man weiß ja nicht, vielleicht sagt Frankreich jetzt oder Österreich, ja nee, wir schaffen das ab, dann könnte man dieses Land keine innergemeinschaftlichen Lieferungen mehr erbringen. Genau. Und was muss ich denn beachten, wenn ich jetzt diese Vorgaben jetzt alle erfüllt habe und eine Rechnung schreiben will, eben für diese innergemeinschaftliche Lieferung? Welche Vorschriften gibt es denn da für die Rechnung? Was muss ich da beachten, damit die Rechnung dann auch korrekt ausgestellt ist? Also zusätzlich zu den normalen Anforderungen, die es ja eine ordnungsgemäße Rechnung sowieso gibt, die sind ja visibel auch alle vorhanden, muss in der Rechnung auf die Steuerfreiheit hingewiesen werden. Also es reicht nicht, nur jetzt zu schreiben, Umsatzsteuersatz 0 und nichts weiter, das reicht nicht. Man muss quasi einen Hinweis darauf setzen, dass der Empfänger in seinem Empfängerland quasi die Umsatzsteuer nachher noch abführen muss. Das muss erkennbar sein aufgrund dieses Hinweises. Und es muss halt die US-ID sowohl des Lieferers als auch des Empfängers angegeben werden, das muss auf jeden Fall. Und wie gesagt, auch nicht daher, wo der kommt. Also jetzt nicht, wenn der Holländer jetzt in Holland eine US-ID hat und in Belgien und die Ware geht aber nach Belgien, dann muss da die belgische US-ID drauf und nicht die holländische. Das ist richtig. Okay. Und das für den liefernden Unternehmer aber genauso. Also wenn der Amazon FBA nutzt, dann müsste halt auch da, wo aus dem Lager, woher das kommt. Also wenn es dann aus Tschechien kommt oder Polen, dann muss halt die jeweilige US-ID dann auch drauf. Ja. Und muss ich irgendwie den Behörden nachweisen, dass die Ware auch wirklich in das Land dann gegangen ist, was dann als Lieferadresse auf der Rechnung steht? Also man muss nachweisen können, dass quasi die Warenbewegung in das andere EU-Land stattgefunden hat. Mhm. In der Praxis wird da sehr häufig eine Gelangenheitsbestätigung verwendet, die ist von der Finanzverwaltung auch geregelt, da gibt es auch Vorlagen zu im Gesetz und auch online. Da ist halt der Vorteil, man hat einen rechtssicheren Nachweis. Also wenn man diesen Nachweis hat, dann kann die Finanzverwaltung nicht nachher sagen, wenn die eine Betriebsprüfung durchführen, können die nicht sagen, ja, nee, die ist doch steuerpflichtig, sondern man hat dann halt einen rechtssicheren Nachweis und die kann einem dann nichts mehr draus machen. Das ist halt der Vorteil an dieser Gelangenheitsbestätigung. Mhm. Es gibt natürlich auch noch andere Nachweise als eine Alternative. Aber da hat man halt die Rechtssicherung. Und was muss auf dieser klassischen Bestätigung alles mit draufstehen? Und da muss Name und Anschrift des Abnehmers draufstehen, die Menge und handelsübliche Bezeichnung der Ware, die quasi gekauft wurde, Ort und Monat des Erhalts der Ware, wenn das jetzt irgendwie überschneidet oder so, dass von einem Monat dann geliefert wird oder das ein bisschen länger dauert, dass man halt nachweisen kann, wann hätte denn der innergemeinschaftliche Erwerb
oder die innergemeinschaftliche Lieferung, wann die durchgeführt wurde. Mhm. Und Datum und Unterschrift des Abnehmers, das muss auch noch drauf. Das ist halt auch wichtig, dass der Abnehmer das unterschreibt. Nicht der Unternehmer kann das halt einfach so ausfüllen, sondern das ist wichtig, dass es vom Abnehmer ist. Und das kann ich entweder ins als Ausdruck ins Paket mit beilegen und dann den Kunden bitten, mir das zurückschicken zu lassen. Ich kann es aber auch wahrscheinlich per E-Mail schicken und es reicht vermutlich auch, wenn der Abnehmer mir das dann als Scan digital zurückschickt, oder? Genau. Der kann das auch digital unterschreiben. Also das geht. Der kann das digital. Das ist, wie gesagt, besser. Man hat dann halt einen rechtssicheren Nachweis. Mhm. Und das ist schon, wenn man sowas hat, und per E-Mail ist das auf jeden Fall auch kein Problem. Und was ja durchaus ein recht üblicher Fall, zumindest bei unseren Kunden ist oder auch sicherlich bei vielen anderen Unternehmen, gerade im Onlinehandel, wenn man auf Amazon verkauft, reden wir ja von Amazon FBA, wo Amazon den Versand für mich macht, wo ich eigentlich ja nichts ins Paket oder so legen kann, weil ich keine Versandmöglichkeit habe. Gibt es da alternative Wege, wo man sagt, das ist jetzt zwar nicht diese hundertprozentige Sicherheit wie bei der Gelangsbestätigung, aber etwas, wo man sagt, das wäre der Weg, den man hier in der Praxis gehen würde, um bei einer Steuerprüfung Nachfragen auch beantworten zu können? Also wie gesagt, es gibt alternative Bestätigungen. Das wäre jetzt bei Amazon FBA zum Beispiel ein Doppel der Rechnung, worauf dann die Bestellnummer und die Rechnungsnummer angegeben sind. Und in Verbindung mit dem Sendeprotokoll, das Amazon ja, also wenn Amazon versendet, haben die ja immer das Protokoll und da steht ja drauf, dass die Ware in dem anderen Land angekommen ist, worauf ja auch wieder die Bestellnummer angegeben ist. Wenn man diese beiden Nachweise in Verbindung setzt, dann könnte man das auch nachweisen. Ist aber wichtig zu sagen, dass dort keine Rechtssicherheit nicht so besteht, wie es bei dieser Gelangenheitsbestätigung. Das Finanzamt halt doch, wenn die Zweifel nachher haben, müsste man sich halt mit denen streiten, wenn die das nachher noch der Umsatzsteuer unterwerfen wollen. Aber, also aber grundsätzlich genießt Amazon schon ein, als von der Größe natürlich, allein schon ja von der Infrastruktur, schon sicherlich so eine Art Vertrauensvorschuss, nennen wir es mal so, dass davon auszugehen ist, wenn bei Amazon steht, die Ware ist dann und dann in dieses Land geschickt worden. Das wird wahrscheinlich im Regelfall schon geglaubt, oder? Weil, genau, also wie gesagt, bisher spielt das bei Betriebsprüfungen, die wir jetzt schon durchgeführt haben für Amazon-Händler, noch keine Rolle und keine Beanstellung, weil Amazon da kann man ja nicht eingreifen irgendwie als Verkäufer und da irgendwie sagen, dreh das mal irgendwie, das geht nicht. Also das reicht denen bisher schon, aber man weiß halt nie. Und wenn man jetzt doch lieber auf die Nummer sicher gehen wollen würde, unbedingt, um die Mega-Sicherheit zu haben, dann könnte man auch per E-Mail ja noch den Nachweis haben. Bei könnte man den Kunden auch noch was per E-Mail schicken und sagen, bitte bestätigen Sie mir das einmal, dass die Ware bei Ihnen angekommen ist. Genau, aber normalerweise hat man bei Amazon ja auch nicht die Mega-Beträge, dann nicht die paar tausend Euro, und da reicht das dann schon jetzt aus der Praxis bisher immer doppelte Rechnung und sowas reicht. Ja. Und wird das irgendwie auch überprüft, ob jetzt mein Kunde wirklich seiner Pflicht nachgekommen ist, dann in beispielsweise Österreich die Steuer auch wirklich dann abzuführen? Genau, also man ist jetzt verpflichtet dazu, die zusammenfassende Meldung abzugeben und bis zum 25. des Folgemonats. Und da taucht ja dann die Ust-ID von dem Empfänger auf und auch der Betrag. Und das wird dann an das Bundeszentralamt für Steuern weitergeleitet und von dort aus dann an die jeweiligen EU-Länder, wo es dann Kontrollmitteilungen gibt, ob denn die Nachversteuerung quasi in dem Empfängerland durchgeführt wurde. Und dann guckt man halt quasi in der Umsatzsteuervoranmeldung von dem Österreicher-Holländer, ist dieser Umsatz da erklärt worden, das sind 5.000 Euro jetzt als Beispiel, und wenn nicht, dann schreibt man den quasi an, warum das nicht erfolgt ist oder ob das im anderen Monat erfolgt ist. Und genau, aber man selbst hat dann quasi, sobald man die zusammenfassende Meldung abgibt und die Ust-ID gültig ist und die anderen Voraussetzungen erfüllt, dann hat man damit nichts mehr am Hut quasi. Ja, also ich habe davon keinen Nachteil, wenn jetzt der Österreicher seinen Pflichten nicht nachkommt, die ich ihm transparent auf der Rechnung deutlich gemacht habe. Ist dann, das ist salopp gesagt, dann sein Problem. Ich kann dafür nicht belangt werden, wenn der jetzt in Österreich keine Steuer wenn man alle Nachweise erfüllt und alles von seinen Verpflichtungen macht, dann absolut. Ja.
Ich würde gerne noch mal so ein bisschen in die Praxis gehen. Zum einen würde ich gerne mal kurz zeigen, wie das in Easybill aussieht mit einer solchen innergemeinschaftlichen Lieferung. Es ist erstmal so, wenn es jetzt über den Online-Handel kommt, Amazon oder über einen Online-Shop, wo man die Möglichkeit den Käufern gibt, eine Umsatzsteuer-ID zu hinterlegen und entsprechend dann das so zu erwerben ohne Steuer, dann erkennen wir das im Regelfall automatisch und schreiben die Rechnung auch direkt so. Wenn Sie eine Rechnung jetzt manuell stellen, ich habe das hier mal beispielhaft gemacht, ich habe jetzt hier eine österreichische Firma mal angelegt, da habe ich in den Kundenstammdaten auch schon hinterlegt, dass eben eine österreichische Umsatzsteuer-ID vorliegt, die habe ich dann da eingetragen. Jetzt habe ich die Rechnung erstmal geschrieben, dann habe ich die erstmal hier mit Steuer und habe dann hier unten die Möglichkeit, auch die Umsatzsteueroption hier zu wählen und ändere das Ganze jetzt mal auf eine innergemeinschaftliche Lieferung. Jetzt kommt hier gleich ein Warnhinweis, dass meine Umsatzsteuer-ID hier nicht korrekt ist, weil ich einfach nur meine Testweise eine ID eingegeben habe. Das ignoriere ich also jetzt hier mal. Für Sie wäre das aber ein wichtiger Hinweis, dass Sie da schauen müssten. Da muss ich nochmal nachgucken. Jetzt sage ich aber einfach mal okay. Und dann sieht man hier, dass eben nur noch der Rechnungsbetrag ausgewiesen wird, eben ohne ausgewiesene Steuer. Und hier links der Zusatz steht, dass es sich eben um eine steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferung gemäß § 4 Nummer 1b USTG handelt. Und die Umsatzsteuer-ID des Kunden würde hier per Platzhalter aus den Stammdaten auch aufgenommen werden. Wenn jetzt Unternehmer nicht in Deutschland sitzen, könnte man hier aber über den Klick auf Ändern natürlich auch den Text noch anpassen, hier in der in den Standardtexten für die Steueroptionen, zum Beispiel für einen Österreicher, da wird seine anderen Paragraphen im österreichischen Umsatzsteuerrecht geregelt und der Hinweis auf § 4 1b USTG wäre da natürlich entsprechend falsch. Das ist der Hinweis dann für Unternehmer aus Deutschland, der auf die Rechnung soll, aber das kann man hier ganz individuell je nach Bedarf entsprechend anpassen. So viel erstmal zu dem, wie ich in Easybill so eine Rechnung ganz einfach erstellen kann. Aber da haben wir ja dann noch einen zweiten Aspekt, nämlich der nach dem DATEV-Export. Was passiert denn dann auf Seiten des Steuerberaters? Das ist der Begriff zusammenfassende Meldung, der ist ja schon hier mehrfach gefallen. Die wird ja dann von der Steuerberatung aus DATEV heraus vorgenommen. Vielleicht können wir uns da auch noch mal ganz kurz abschließend anschauen, wie das aussieht. Teile ich auch einmal meinen Bildschirm. Schauen wir mal, jawohl. Genau. So, und dann würden wir jetzt den Export von Easybill einspielen. Das habe ich jetzt in dem Fall aber nicht gemacht. Ich habe einfach mal ein paar Testbuchungen erfasst. Ja, da sehe ich schon 81,25 als Konto. Genau. Das ist ja das Standardkonto hier in diesem Kontenrahmen für die innergemeinschaftlichen Lieferungen. Genau, das würde ja auch aus Easybill dann kommen. Das ist da ja auch vorkontiert. Der würde das ja auch erkennen bei innergemeinschaftlichen Lieferungen. Und dann bucht er das auch direkt automatisch mit der UST-ID. Und wenn man jetzt hier in die zusammenfassende Meldung geht, sieht man das auch direkt hier ausgewiesen. Einmal Max Mustermann GmbH in Österreich. 8.000 Euro mit der jeweiligen UST-ID und dann jetzt zum Beispiel Amazon einmal auch mit der zugehörigen UST-ID, genau, nicht mal 5.000 Euro. Wenn jetzt keine UST-ID erfasst ist oder die UST-ID nicht regelgerecht ist, weil sie irgendwie in Easybill falsch eingeben oder weil der Kunde einem was Falsches genannt hat und man das nicht geprüft hat, dann würde die hier unten auftauchen bei nicht vollständige oder unvollständige Buchungssätze. Und diese innergemeinschaftliche Lieferung, die könnte man halt, wenn es jetzt nicht sich um reinen Eingabefehler handelt und quasi die UST-ID nicht vorlag bei Bestellung, die müsste man jetzt halt, könnte man halt nicht mehr als steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferung behandeln. Genau. Und da würde dann auch das Finanzamt drauf kommen, wenn man sich die Umsatzsteuervoranmeldung anguckt, da hier bei den innergemeinschaftlichen Lieferungen 28.000 auftauchen und in der zusammenfassenden Meldung aber lediglich die 13.000 Euro, weil dort, wie gesagt, die sind unvollständig und dann würde das Finanzamt bzw. das Bundeszentralamt sowieso auf einen zukommen und da nachfragen. Genau, und bei den innergemeinschaftlichen Erwerben, da hatten wir ja vorher auch drüber gesprochen, über die Kontrollmitteilungen der anderen Länder, da habe ich hier auch meine Testbuchung gemacht. Das taucht hier in der Umsatzsteuervoranmeldung dann auch bei den innergemeinschaftlichen Erwerben auf und dann sieht man, hier wird die Umsatzsteuer noch abgeführt und dann wird hier aber im gleichen Zuge die Vorsteuer
auf den gleichen Umsatz wieder abgezogen, dass das quasi plus minus null ist. Mhm. So wie das bei einem normalen Unternehmer, der dann in Deutschland Ware kauft, der zahlt das zwar an den Unternehmer, bekommt es dann aber über die Umsatzsteuervoranmeldung wieder. Also auch quasi null, nur dass man hier, wie gesagt, diesen Liquiditätsvorteil hat. Genau. Ja, sehr spannend auch mal die Seite zu sehen, was da letztendlich dann hier auf Seiten der Steuerberatung dann passiert. Und mit den Daten, das sind halt diese Abgleiche, die von den Steuerbehörden gemacht werden können, um auch zu schauen, hat das alles seine Richtigkeit, gerade wenn es grenzüberschreitend läuft. Ne? Genau. Wunderbar. Ja, dann bedanke ich mich ganz, ganz herzlich dafür, dass Sie sich hier die Zeit für uns genommen haben. Und wir sind, deutlich schlauer geworden, was die innergemeinschaftlichen Lieferungen angeht. Viele kennen es halt aus der Praxis. Und ja, jetzt doch mal zu hören, was denn so dahinter steckt, das fand ich persönlich eine ganz, ganz spannende Geschichte. Vielen, vielen Dank dafür. Sehr gerne. Und dann bedanke ich mich bei Ihnen auch hier fürs Zuschauen. In dieser ersten Folge unserer Reihe Tax Talk, da werden weitere Ausgaben folgen, wo wir gemeinsam ein bisschen weiter halt in die Wunderwelt der Steuerrechts hier ein bisschen eintauchen können. Was ja durchaus aufgekommen ist als Begriff, war ja dieses Thema der Umsatzsteuer-ID. Dass die halt gültig sein muss und geprüft sein muss, wenn man so eine innergemeinschaftliche Lieferung macht. Und da lege ich Ihnen ganz, ganz dringend ans Herz, schauen Sie sich mal dieses Video an, unseren Umsatzsteuer-ID-Prüfer, wo Sie halt wirklich in EasyBuild schon prüfen können, ist diese Umsatzsteuer-ID, die Ihnen hier vorliegt, ist die gültig? Damit Sie wissen, kann ich das überhaupt hier jetzt schon als innergemeinschaftliche Lieferung verarbeiten. Ich danke Ihnen bis hierhin fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal.